Erik Vollstedt hat Großes vor. Als Botschafter arbeitet der Wirtschaftsstudent an der BitNation. Ein Staat, der nur im Internet existiert. Bestehende Ländergrenzen sollen aufgehoben werden. Es gibt auch keine Regierung. Alle Grundbedürfnisse werden von privaten Anbietern gedeckt und sind marktwirtschaftlich organisiert. Eines Tages soll die BitNation traditionelle Nationen überflüssig machen. Die Hauptidee dahinter ist, dass jeder ein Stimmrecht hat und jeder seine Ideen, also selber eine Initiative vorbringen kann, um neue Ideen durchzuführen. Und jedes Mitglied von BitNation hat die Möglichkeit, für seine Ideen zu werben. Die BitNation ist seit Ende 2014 online. Aktuell gibt es 1500 Bürger. Jeder kann beitreten, egal ob er in Südafrika oder Hongkong wohnt. Und auch für Dokumente ist gesorgt. Auf der Plattform Pangea können sich Bürger Pässe oder Grundbucheinträge ausstellen lassen. Sogar heiraten soll online möglich sein. Der Gang zum Bürgeramt entfällt. Die Idee ist schon älter. Seit Mitte der 90er Jahre gründen Leute im Internet virtuelle Staaten. Darunter die nihilistische Hippie-Kommune Amagama oder Königreiche wie Pottyland. Jeder Staat hat eine eigene Kultur und Herrschaftsform. Was hier nur ein Rollenspiel ist, will Erik Vollstedt Realität werden lassen. Je nachdem, wo man geboren wird, wird man gezwungen, die geografischen Gegebenheiten anzunehmen und hat nicht die Möglichkeit, frei zu entscheiden, welche Staatsdienstleistungen man benutzen möchte, ohne auswandern zu müssen. Bei BitNation ist es so, dadurch, dass wir zum Beispiel auch in Zukunft Wettbewerber haben werden, müssen wir eine gute Reputation haben, um bestehen zu können. Das heißt, wir müssen wirklich unsere Kunden zufriedenstellen. In der BitNation können sich die Bürger zu verschiedenen Staatsformen zusammenschließen. Jede hat ihre eigenen Gesetze. Wer will, kann in einem Königreich leben oder in einer Diktatur. Als Kontrollinstrument dient die sogenannte Blockchain. In dieser verschlüsselten Textdatei werden alle Interaktionen zwischen den Bürgern gespeichert. Jeder Akteur ist durch einen individuellen Code identifizierbar. Auch die Einhaltung von Verträgen wird hier durchgesetzt. Bezahlt wird mit virtuellen Währungen wie zum Beispiel Bitcoins. Gerald Fricke ist Politikwissenschaftler an der Universität Braunschweig. Er forscht zum Thema Webgesellschaften. Und das ist ein evolutionärer Prozess. Eine Transformation von einer Massengesellschaft zu einer Webgesellschaft. Und am Ende wird es vielleicht auch irgendwie sowas wie Staaten vielleicht irgendwann nicht mehr geben. Das steht ja nicht in der Bibel drin oder im Grundgesetz oder ich weiß nicht wo. Das ist ja nicht festgeschrieben. Das hat ja nicht der liebe Gott bestimmt, dass es immer so organisiert sein muss, das Weltsystem in Nationalstaaten. Das derzeitige Konzept der BitNation ist rein marktwirtschaftlich ausgerichtet. Die Nachteile, Umwelt- und Sozialstandards könnten in einem rein marktwirtschaftlichen Gefüge unter die Räder kommen. Auch Minderheiten hätten hier das Nachsehen. Sogar Recht und Ordnung wären in der BitNation abhängig von privaten Anbietern. Ich möchte keine schwarzen Sheriffs haben oder so, die mich beschützen. Ich möchte auch keine Bürgerwehren haben, die mich beschützen. Also ich möchte keine Privatisierung vom staatlichen Gewaltmonopol oder sowas haben. Das wäre für mich eine ganz fürchterliche Vorstellung. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Konventionen und Regelverstöße, die Gesellschaft auch untereinander klären kann. Man muss sich alles verregeln und verrechtlichen in einer Gesellschaft. Erik Vollstedt will sich weiter für die BitNation engagieren und den virtuellen Staat zu einer echten Alternative machen. Ziel ist es, die Nutzerzahlen von Facebook zu erreichen und so zu einer digitalen Weltmacht zu werden. Shift meint, noch zu viele offene Baustellen.